So, da sind wir doch. Geht's hier Können gleich das auch direkt erst los, unmuten? Mister? Hoppala, wir haben ja die englischen Caster drauf. So, also, Issa und die und seine Konsorten auf der T-Seite mit den Hellraisers und auf der CT-Seite sehen wir LDLC. CT-Seite geht schon wieder gut los. Flash geht raus und jetzt wird der Go auf den Spot kommen. Tuano kann nochmal eine Position nach hinten einnehmen. Den ersten holt er Existence. Oh, dieses Mal holt er es. Drei Leute. Und der vierte wird von Devil abgenommen. Wow. Schöne Performance von Existence auf dem Spot. Mit der gewinnen sie die Pistol Round. Tuano hatte auch nochmal ein schönes Positioning Richtung Lang erlangt. Wir haben einen Disconnect bei den Hellraisers. Ich glaube, da gab es vielleicht ein kleines Connection-Problem oder irgend so etwas in der Art. Geht jetzt auch der. Jetzt auch das Go-TV? So, weißt du was? Wir machen. Gerade ist das GoTV wieder angegangen. Suchen es jetzt darüber. Zack. Und da haben wir es. So. Wir haben es. Wow! Wir haben ein Bild. Wir haben ein Bild. Wie geil ist das denn? Und es ist nicht lagge und wir haben Sound. Alex mit den 2K im Connector drinnen. Zero versucht es zurückzuziehen. Geht erstmal wieder hinten. Die T ist der so. Jetzt Devil runter drin. Oh, Devil wird einfach in den Schädel geschossen. Dann kommt aber Alex nochmal zur Hilfe, versucht das wieder zurückzuholen, ohne dass die Waffe von den Ts gepickt werden kann. Da geht's, Maniac. Kann auch weiterführen. Das geht Issa, versucht reinzupicken. Aber es ist Tuano mit dem 2K Maniac. Also alle drei Überlebenden waren die, die auch die Runde die Frags geholt haben. Und die T-Seite ist jetzt erstmal für diese Runde aus dem Spiel. Sehen, dass sie hier nur an den Glocks sind. Er hat einen kleinen Buff im letzten Beta-Patch erhalten. Aber ist ja noch nicht live. Also, LDLC kann jetzt natürlich die Farm ganz auspacken. Existence hat nur eine P250. Also, mal schauen. Könnte interessant werden für den jungen Mann. Alex, oh, die Flash war gut, aber Zero guckt in die falsche Richtung und dadurch wird er nicht geflasht, aber auch hat den Rücken zum Gegenspieler. Ja, eine Rotation von LDLC, also sie sind sehr mobil auf der Map, gehen immer hin und her. Deadfox auf Tor zuerst, oh, die Flash war halt schön für sein Teammate, aber weniger für die T-Seite. Manu. Das wird jetzt hier Tontauben schießen. Issa, das ist der Letzte und Alex kann den abfrühstücken. 3 zu 0 Overpass, der Map-Pick von LDLC. Und LDLC, ja, die freuen sich, die freuen sich. 3 zu 0, kaum Leute verloren. Wir sehen es hier, zwei Leute noch ohne einen Tod im Spiel. Und die Hellraisers. Wir haben zwei Galils dabei, also kein Bombenplant, deswegen etwas limitiert der Geldbeutel beim internationalen Lineup. Oh, die Flash sollte Richtung Kurz gehen, aber oh, sie müssen auf den Zug warten. Jetzt Tuano drinnen, kriegt viel Schaden, die Flash kommt zu spät. Da hat Tuano schon reingeguckt. Der Turm mit den vier Leuten am B-Spot wird jetzt aufgelöst und der A-Spot etwas verstärkt. Hin und her, hin und her. Angel versucht sich am Entry in der Mitte. Angel versucht es weiter, weiter. Langsam aber sicher gibt es Map Control für die Hellraisers. LDLC hat sich jetzt sehr defensiv auf die Spots zurückgezogen. Wir sehen es hier, dass Alex mit seinen Teammates den A-Spot abdeckt. Smoke wird Richtung Toilette landen. Das nimmt nochmal viel Zeit raus. Und
Die haben die Hellraisers langsam aber sicher nicht mehr. Sie sind jetzt so gut wie committed Richtung A-Spot. Obwohl der Rotate durch den Connector ganz gut sein könnte. Haben wir aber schon einen stehen, Alex. Oh, jetzt geht's mit drei Leuten über lang. Angel kommt verspätet an kurz. Sie können planten durch die Smoke Wall. Oh, Alex steht unten drin und der kriegt von Deadfox mit. Deadfox holt zwei Leute. Angel kann jetzt Maniac auf dem Rotate rausnehmen. Nimmt die M4 mit. Molotov auf Devil. Kann den Headshot setzen. Also es wird ein bisschen chaotisch. Aber sieht sehr gut aus für die Hellraisers. Ja, und Voxic beendet das 3:1. Die AWP ist am Ende doch nochmal erfolgreich. Schöne Deckung von Angel, der den Connector noch von der Toilette aus dem Spiel nimmt. Und mit der Smoke Wall und waren die CTs komplett abgedeckt. Konnten überhaupt nicht reingucken. Und hier hatten sie überhaupt keine Ahnung. Wurden einfach von hinten in den Schädel geschossen. Da hat es gescheppert. Die Hellraisers. Die nächste Runde ist aber Pflicht. Die nächste Runde ist Pflicht. Ansonsten ist das Geld so schnell wie es da war wieder futsch. Und darauf lächzt LDLC hier. Angel versucht es wieder. War Connector. Molotov auch einen. Einmal ins Eck, Angel. Jetzt der Connector gefallen. Deadfox hat an Long Existence geholt. Da piekt die AWP ran, aber Voxic gewinnt das Duell. Das heißt, A-Spot so gut wie frei. Wir haben nur noch Alex, der irgendwie das Contact spielen kann. Ah, holt Angel. Das heißt, einer weniger bei den Hellraisers. Trotzdem eine sehr gute Situation für die Höllischen. Smoke an Lang. Alex ist nicht gespottet und Issa, der ist hinter ihm. Er sucht nach dem zweiten. Ja, und dann ist es. Dann ist es jetzt bekannt, der B-Spot wird es. Für die Hellraisers 38 Sekunden. Voxic hat die Bombe auf dem Rücken. Und der A-Spot wurde von Deadfox für sich beansprucht. Muss aber jetzt aufpassen, er hat einen langen Rotate. Wenn der Bombplant nur auch nur einmal verhindert wird, dann ist die Runde so gut wie vorbei. Alex kommt noch nicht ins Duell, aber Deadfox. Oh, sie gucken sich gerade nicht an. Alex langsam, aber sicher kommt rein, aber Deadfox. Einfach mit dem Headshot und Voxic kann jetzt planten. 9 Sekunden sitzt er auf der Uhr. Oh, Deadfox muss zwei Dinger abdecken. Zwei Winkel abdecken. Das wäre nochmal gefährlich geworden. Aber Devil. Geht nochmal nach oben. Ah, ich denke mal, das wird jetzt zu stark abgedeckt. Voxic guckt schon nach kurz. Hat jetzt aber nochmal den Winkel aufgegeben Richtung lang. Ich denke mal, Devil möchte nur noch Exit Frags holen. Er hat zwar ein Kit, aber keine Utility. Und ohne die ist es schwer, den A-Spot wieder zu holen. Bombe tickt auch schon sehr lange. Und beide T-Spieler, genauso wie der eine CT-Spieler, werden ihre Waffen behalten. Also zwischendrin sah es doch nochmal wirklich gut aus für LDLC. Aber dann kam Deadfox mit dem Flank auf den A-Spot. Da hat Angel wirklich einen guten Call rausgehauen. Dass er nochmal Richtung A gehen soll. Voxic einfach bei B kurz warten. Dann kam der Rotate mit den letzten 30 Sekunden. Molotov geht Richtung kurz, um da jegliche Aggression der CTs wegzuhauen. Und Zero wird einfach nur B anfaken. Map Control bei ihnen behalten, ohne dass sie überhaupt jemanden da stehen haben. Das ist wirklich schön gemacht. Ein Molotov und eine Flash, um anzufaken, dass sie da drinnen sind im Wasser. Bei kurz. Und deswegen bleiben die CTs da erstmal fern von. Wenn sie vielleicht einen Boost hauen, dann könnten sie das einnehmen, aber darauf spekulieren die Hellraisers, dass sie das nicht tun. Toxic mit dem trockenen Peak in die Mitte rein. Ist der Connector. Oh, da guckt aber nur einer Richtung Toiletten. Molotov geht hinter die Tür.
Langsam aber sicher wird es kritisch für LDLC. Sie haben null Informationen, wo die Ts sein könnten. Jetzt haben sie bei B vielleicht ein bisschen mitgenommen. Devil muss jetzt langsam aber sicher rotieren. Tuano kann einen raus, dem Issa und Zero. Existence erwartet ewig und holt den Bombplanter. 28 Sekunden, Zero ist low. Devil hat eine M4 und Maniac. Der kommt langsam aber sicher von hinten. Das guckt Zero aber ab und der ist der mit der Low HP fällt. Die Bombe ist auch nochmal raus. 1 gegen 2 durch ein wirklich krasses Set. Oh, Maniac! Mit der PS250. Devil nimmt die AWP mit, der andere. Wirklich schöne Runde von LDLC. Das linke Eck wurde nicht gecheckt von den Hellraisers. Und dadurch fällt das wie ein Kartenhaus zusammen. Hellraisers nur auf einer Eco bzw. einem leichten Forceback. Wir können es einmal gerade angucken. Ja, bei CTs ist das Geld auch raus. Tuano wird da nicht mehr rein challengen. Er hat schon 2 Deagle-Schüsse. Einen davon durch die Wand mitgenommen. Sollte er es respektieren, sich erstmal zurückziehen. Angel kommt über den Connector. Wir haben es ja gesehen. Er kann das mit der Deagle auf der ersten Map. Das hätte ein schöner Schuss werden können. LDLC spielt das aber wirklich sehr defensiv. Wir haben immer 3 Leute am A-Spot, 2 Leute bei B. Und die stehen alle ziemlich eingegraben. Ziemlich. Sehr eingegraben. Tuano guckt jetzt vom Connector. Vom Schild. Und kurz Existence wird das Jump spotten vom APC. Versuchen sie wieder mit den Deagles. Sie hören die Schüsse. Aber mehr ist da nicht an Info. Existence hat ihn jetzt auf kurz gesehen. Angel versucht lang rumzuziehen, den Muster holen. Oh, aber ist da mit einem schönen Schuss. Deadbox. Mit der Glock holt sich Tuano. Der hatte nicht mehr die HP. Existence. 5 an der Zahl, jetzt sind es 0. Die Hellraisers sind gerade auf dem Weg, das wieder zurückzuholen mit einer Eco. Devil und Maniac, die letzten verbleibenden. Devil holt den ersten. Deadfox kann sich wieder an der AWP beweisen und er holt den zweiten. Das 1 gegen 2. Deadfox vorher mit der Glock, dann hat er eine AWP aufgehoben. Zeigt, dass er die AWP an Voxic abgeben musste, aber es immer noch drauf hat mit dem Ding. Sehr schön gemacht. Und die Hellraisers mit einem Eco-Gewinn. Dadurch ordentlich Geld vorhanden. Und bei der CT-Seite war es alles weg. Aber volle Kanne. Man sieht es hier. Ein paar Pistols, eine Mac 7. Chinskys Lieblingswaffe. Aber kein Geld. Alles futsch. Voxic, der hat sich jetzt aber schon mehrfach den Kopf da oben dran gestoßen. Wieder von Angel die langsame Kontrolle über den Connector. Der Rest spielt erstmal Default. Wir haben eine AWP an B mit der AWP. AWP an B mit der AWP. Wow. Wow. Wir haben Voxic an B mit einer AWP. So rum ist richtig. Im Connector steht Angel. Hält das clear. Zero ist schon auf kurz durch. Also alle Winkel, die die Hellraisers abdecken müssen, wo die CTs ihre Aggression fahren könnten, sind von einem T mindestens covered. Dieses Mal bei LDLC 3 Leute Richtung B-Spot. Also ein kleiner Wechsel im Setup. Jetzt kommt der nächste sogar noch mit runter. Und alle 5. Die müssen jetzt etwas gamblen, deswegen gibt es den 5-Mann-Stack auf B. Headshot kommt raus von Tuano. Aber dann kommt der Go über und der Devil kann den nicht connecten mit der Mac 7. Und dann, bevor es richtig anfangen konnte, ist es schon vorbei. Existence fällt als letzter. Der Force Buy nicht erfolgreich für LDLC. Die Hellraisers egalisieren die Scoreline.
aber haben einiges an Schaden gemacht. Drei Leute rausgenommen. Die ABP bleibt in den Händen von Voxic. Aber Deadfox sieht mir, der gefällt mir wirklich gut gerade. Nicht, dass er jetzt schon sein Pulver verschossen hat, wie vorhin Voxic, Issa meine ich natürlich, auf der ersten Map. Aber die Hellraisers auch keine Banausen auf Overpass. Wir haben es gesehen, gegen North haben sie die Map für sich entscheiden können. Ich glaube, North ist auch etwas von dieser Map abgerückt, aus ihrem Map-Pool. Bullets Exchange, aber reingesprayt, Fano. Hält Deadfox mit dem 3-Mann-Spraydown. Issa holt sich den letzten. Und Existence ist das Opfer von diesem. Gehen aus Richtung B. Es wird was Schnelles von den Hellraisers. Issa geht allen voran. Nicht einmal durch die Smoke, aber verlässt es erstmal dabei. Langsam aber sicher. Zack, der Headshot sitzt. Und der B-Spot ist so gut wie gefallen. Nein, wir haben noch Maniac, der da im Eck steht. Und der wird Schwierigkeiten bekommen in den nächsten paar Sekunden. Die Hellraisers gehen trotzdem nochmal zurück. Die Smoke liegt ein bisschen zu weit raus. Und hinten auf dem Rotate haben sie schon einen der CTs rausgenommen. Wunderbarer Go auf B-Spot. Dash unten in die Pit. Hellraisers zögert wieder ein bisschen raus. Dadurch müssen die CTs rausrücken und Informationen holen. Oh, Angel wird da mit dem Rücken zur Wand fangen. Und Maniac, oh, der rotiert auf A rüber. Der dachte vielleicht, weil er den Connector einnehmen wollte und hochgeguckt hat, dass es dorthin geht. Aber Tuano, jetzt hat er den Call. Alle drei sind da. Tuano wird den Headshot kassieren. Issa und Voxic, die beiden neuen bei den Hellraisers. Aber Maniac ist schon da. Das dauert ein bisschen lange, bis er rumkommt. Und dann wird er von Issa gespottet. Er dreht sich doch nochmal um. Es könnte eine Möglichkeit sein und dann war die Möglichkeit da. Einmal durchgesprayt. Also, LDLC, langsam aber sicher lassen sie sich hier in den Geldstrudel verfrachten. Letzte Runde nicht gewonnen, die davor haben sie auch. Also vier Runden in Folge, das ist langsam auch mal genug. Existence, dachte ich. Ja, ich habe genug, aber nur einer von den beiden sitzt. Deadfox kann traden. War ein guter Versuch, aber am Ende ist es dann doch auch gereicht. Auf Devil fällt. Wir haben eine 2 gegen 4 Situation. Deutliche Waffenadvantage natürlich bei den Hellraisers. Sie haben nur ein paar Pistols. Tuano an der CZ, Maniac an der Deagle. Die Hellraisers warten wieder lange ab. Voxic. Ja. Das Warten hat sich gelohnt. Tuano fällt. Jetzt wissen sie, dass lang ausgeschlossen werden kann. Maniac bewegt sich Richtung A-Spot, weil er dachte, ja, vielleicht langsam aber sicher bewegen sie sich dahin, wenn sie schon eine AWP zum Up-Aimen da haben, aber B-Spot ist jetzt eingenommen. Er muss natürlich irgendwie einen der beiden Spots abdecken, die Smoke liegt jetzt unten, das wird Maniac gehört haben, aber sagt sich, komm, ich behalte einfach die Deagle, vielleicht gibt es ja noch ein paar leckere Frags nächste Runde zu holen. First.
Dead Fox. Der sagt sich, komm. Runde war lang genug. Ich möchte die Bombe nicht mehr detonieren hören. Es ist eine kleine Pause für LDLC. Es hat bisher auf der CT-Seite nicht viel zusammengepasst. Deswegen wird jetzt einmal die Pause gezogen. Was kann LDLC jetzt umstellen? Wir haben es gesagt. Sie standen sehr defensiv am A-Spot, meistens hinter APC. Und, wo ist der APC? Hier. Der ist ja nicht mal eingezeichnet. Ah, nice. APC, Optimus, da hatten sie das Kreuzfeuer aufgebaut. Hier Richtung Kurz. Aber es ist einfach gerade zu schwierig, beziehungsweise zu einfach für die Hellraisers zu brechen. Die laufen da ein-, zweimal mit Smokes rein und dann holen sie sich die Runde. Die LDLC geholt hatte, war die Eco, wo sie in den Ecken standen, etwas aggressiver. Vielleicht könnten sie das nochmal fahren, aber es ist der B-Stack vorerst. Da haben sie einen Boost mit Alex, Angel und Issa, versuchen es durch den Connector. Ts haben es sehr defensiv gerade. Angel geht langsam den Connector wieder hoch. Das ist seine angestammte Position, die er gerne fährt. Die Bombe einmal rüber zum nächsten Spieler. Smoke geht aus in die Tür. Und damit haben sie wieder Toilettenkontrolle eingenommen. Wieder zu defensiv von LDLC. Da möchte ich mir ein bisschen mehr Aggression von ihnen wünschen. Einfach aus dem Grund, weil Tuanu, der ist eine starke AWP. Der könnte die Mitte gerne mal wegballern. Dann hätten sie schon mal die Man Advantage. Aber dabei bleibt es erstmal. Und jetzt wird Existence mit drei Leuten. Die Flash kommt rein. Er ist komplett blind. Und Issa sagt sich, gut, dann nehme ich mir das mal. Boxig hat ihm es gleich getan. Aber sie gehen wieder zurück. Molotovs am A-Spot. Und dann sagen sie sich, komm, ihr seid alle rüber rotiert. Rotieren wir doch auch nochmal. B ist das designierte Ziel. Das ist komplett clear. LDLC hat ihre Kräfte verschoben. Boxig hat am A-Spot auch nochmal etwas mehr Geld, mehr Schaden gemacht. Hellraisers sehen sich der achten Runde entgegenfliegen. Bisher sah das sehr dominant aus auf T-Seite, aber die CT-Seite war eben auf Cash das große Problem. Können sie das hier besser machen? Das wird auch noch... Sun, ja, Alex wird von hinten abgeholt und es ist nur noch Devil. Angel und Zero, die sind da so am Rand, schleichen so langsam. Und jetzt, oh, Angel, checkst du das Eck? Ja, er checkt es, verliert das Duell, aber dann kommt Zero rum. Ah, das ist gut gespielt von den Hellraisers. Sie haben an A alles rausgeschmissen, so gut wie... Gehen dann trotzdem nochmal B. Und der Spot ist halt komplett clear, weil LDLC rüber rotieren musste. Sie wissen, alles ist bei A rausgeworfen worden. Wir müssen irgendwo hin, weil es ist nicht mehr lange. Sie müssten sich für einen Spot entschieden, aber bei Hellraisers, die nutzen das aus, dass man sehr schnell zwischen den Bombsites rotieren kann bei den, auf der T-Seite. Genauso wie auf der CT-Seite. Aber LDLC hat es ein bisschen verpennt, wieder runter zu gehen. Daher der Rundengewinn für die Hellraisers. 1:30. Oh, jetzt diesmal schicken sie drei Leute durch den Connector. Sonst ist es immer nur Angel, der ein bisschen vorgeht. Aber dieses Mal mit mehreren und nach Support Flash von hinten rein. Dann sagt sich Angel, gut, wenn ihr das nicht machen wollt, gehe ich halt erstmal lang. Ich denke, die nächste Flash wird rauskommen. Erste geht rüber, die zweite kommt hinterher.
Die ist ein bisschen steiler, dadurch gefährlicher für die CTs, weil die deutlich stärker blenden kann. Oder länger, wie man es nennen möchte. Hat Tuanu in dem Eck, was vorher schon gemollert wurde. Angel liegt rein, Existence kriegt ein bisschen Schaden mit. Die Smoke bleibt aber trotzdem noch im Eck liegen. Springt runter, Smoke Richtung ein Fenster. Und es wird wieder der Fake. Oder diesmal nicht. Die Bombe kommt doch Richtung B. Also sie faken an, dass sie mit der Tür nochmal hochgehen. Ah, und dann ist Devil. Der ist schon runtergegangen. Der wollte vielleicht langsam, aber sicher den Weg Richtung A-Spot einschlagen. Wird er aber nicht schaffen, weil er langsam mitkriegt. Okay, es geht doch Richtung B. Also der Doppelfake im Grunde. Weil die Hellraisers vorhin so viel damit gearbeitet haben. Dieses Mal gelingt er umso mehr. Alex nimmt nochmal ein bisschen Schaden mit. Existence, der letzte, ist jetzt auch gespottet, weil er da geschossen hat. Und Zero und Issa werden das ausspielen. Wir haben schon einen beim Graffiti stehen. Da muss Existence vorbei, aber kommt er nicht. Ah, und die Hellraisers mit der 9. LDLC muss langsam zu Pötte kommen. Wir sehen Deadfox auf 17 Frags. Der haut hier gute Zahlen in den Brunnen. Gefällt mir deutlich besser am Rifle, muss ich ehrlich sagen. Der ungarische Spieler. Wieder Connector-Kontrolle von den Hellraisers. Wieder versuchen sie es mit dem Molotov hoch. Also das sieht wirklich sehr gut Constructed Play aus von den Hellraisers. Besser als auf Cash. Alle Male. Also sie haben jetzt schon mehr Runden als auf Cash insgesamt. Und das in der ersten Hälfte. Flash geht raus. Oh, das ist mehr der Teammate, der geflasht wird, als der CT. Ähnliches Setup wie vorige Runde. Drei Leute im Connector. Flash kommt rum. Tuanu kann nur den Anschuss setzen. 50 HP sind es. Dadurch war wohl eine Wand im Weg. Den Kill verhindert. Macht man ja gerne mal, dass der eine durchspringt, dann der zweite rumzieht und die AWP vielleicht mitnehmen kann. Ah. Ja, bleiben sie lange in der Toilette stehen. Zero wird getradet am B-Spot. Also Information Play von LDLC. Diesmal etwas aggressiver. Gefiel mir gut. Und Tuanu. Ah, der zieht rein. Voxic. Kriegt den Schuss mit der AWP ab. Langsam müssen sie rein, aber Tuanu kann den nächsten nicht machen. Deadfox kann jetzt langsam von hinten reinkommen, aber das schafft er nicht. Oh, aber Angel mit dem nächsten. Alex rettet die Runde doch nochmal. Angel kann zwei in einem Spray setzen. Hellraisers verlieren die Runde, weil LDLC viel Info beim B-Spot geholt hat durch dieses kleine Information Play und können dann einmal rausgehen. LDLC, es wäre wichtig, vielleicht die letzte Runde noch zu holen. Weil ein 9 zu 6 ist doch etwas rosiger als ein 10 zu 5. Das auf T-Seite Overpass. Aber wir haben es gesehen. Overpass, die ausgeglichenste Map. Oder ich habe es gesagt, ausgeglichenste Map bisher. Von CTT Distribution. Momentan in der Pro League. Oh, Deadfox, der überspringt ihn einfach. Schönes Movement, um den Kill zu holen. Smoke sind schon drauf. Existence kommt von hinten, wird aber von Angel getradet. Alex ist draußen, aber Issa, was ein Schuss. Zack, geht es in den Schädel. Maniac kommt über die Toiletten. Devil über den Müll. Oder über die Mülltonne. Media kann den ersten machen. Issa zieht rum. Kann er das noch klatschen? 1 gegen 2. Oh, aber Zero. Mit 8 HP überlebt er das. 10 zu 5 Hälfte. Machen eine kleine Pause und sind dann gleich wieder da mit der zweiten Hälfte. 10 zu 5. Die Hellraisers mit der Führung und gehen jetzt in die zweite Hälfte. Thank you.
gift for you. I've got a gift for you. I've got a gift for you. And though they're not as nice as what you gave to me, I hope that they will too. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, beim Match Hellraisers gegen LDLC. Wir sind gleich bereit, in die zweite Hälfte zu gehen. Die Hellraisers haben sicher eine Führung von 10 zu 5 hinausgespielt. Schon rein. Zack, Soundhammer. Und wir gehen mal die CTs angucken. Mit einer starken Performance auf der T-Seite haben sie sich hier diese Scoreline erarbeitet. Und LDLC... die sind ein bisschen unter die Räder gekommen auf ihrer eigenen CT-Seite. Mal sehen, ob das auf T-Seite etwas konstruierter aussieht. Weil das war schon zum Teil wirklich nicht gut. Oh, Deadfox. Er ist richtig on point hier auf Overpass. Das ist wohl seine Lieblingswerbe. Man muss es so sagen. Oh, Tuano kann nochmal traden. Angel fell. Deadfox. Gerade wollte er sich entscheiden, zurückzugehen, aber... wird er nicht mehr schaffen, er geht ins Grab. Und Tuano, es wird jetzt offensiv geplantet, weil sie hinten die Grundlinie einnehmen wollen. Schön gemacht von LDLC, spät in die Mitte eingefallen. Die CT ist schon postiert, aber einfach überpusht mit den Glocks. Maniac hält nach hinten. Alex drückt den Headshot. Zero, aber mit Zweien. Issa kommt rum, aber es ist nur noch Zero. 1 gegen 2. Kein Kit. Haben sie eins rumliegen? Das ist die Frage. Oh, er kann den Schuss gegen Alex nicht setzen. Da war er sich schon sicher. Ist am Rumspringen. Meine Güte. Er holt ihn am Ende. Oh, aber es ist nicht geplantet und er hat kein Kit. Er hat kein Kit. Schafft es nicht, das zu holen. Rennt einfach nur noch weg. Will die $300 Maniac nicht geben. Wird er ihm aber doch noch. Maniac stirbt in der Bombe. Aber wir sehen es hier genauso wie Zero. Also, LDLC gewinnt die zweite Pistole. Drei Rifles, zwei UMPs. Also, stark an der Rifle Front gefällt mir, weil gegen die Pistolen und die Mac 7 hat man damit deutlichen Vorteil. Wir haben
Drei Leute ohne Helm, einer davon ohne Kevlar. Altogether, Zero kann den Schuss nicht setzen. Devil versucht weiter, den Spieler im Window zu... Ja, dann holt er den dritten. Ich hab's gerade angesprochen, ich mag das mit den Rifles gegen die Force Spice in der zweiten Runde. Und dann bestätigt Devil meine Aussage aber mal wirklich. 3K. Gegenwehr war auch nicht wirklich gegeben. Voxic, der letzte im 1 gegen 4. Wird versuchen, sein Kevlar und die CZ durchzubringen. Hat schon einen rausgenommen. Das ist Alex, der hat wohl Richtung A-Spot gespottet. Wird aber nicht mehr bekommen. Bombe explodiert. 7 zu 10. DLC, langsam aber sicher, kommen sie ran. Voxic, oh, Voxic hat einen HP, also einen Kevlar-Punkt abgezogen bekommen durch die Bombe. Und dadurch kann er jetzt nicht für $350 einen Helm kaufen. Oh, das ist ärgerlich. Meine Herren. Arme Junge. Aber vielleicht benutzt er sein Kevlar ja anderweitig. Echt, um mit der CZ ein paar Frags zu holen. Quartz kommt schon einer rum, macht das erste Contact, aber wird keinen finden. Es sind nur OSPs und die gesavte CZ bei den Hellraisers. Also LDLC sollte sich die 8. Runde hier sichern. Hellraisers haben bei B... Den schnellen Go von LDLC erwartet. Der kam nicht, deswegen rotieren sie jetzt komplett auf den A-Spot rüber. Und genau dort bewegen sich auch 4 der Spieler von LDLC rüber. Wir haben einen schönen Push von Devil, der den B-Spot als frei deklarieren könnte. Jetzt geht Maniac rum. Er sieht das Gunbarrel nicht in der Ecke. Oh, ich wollte gerade sagen... Das muss man doch sehen, aber am Ende kriegt er doch nochmal das Adjustment hin. Da stand er ein bisschen zu weit draußen. Ah, wird durchgesprayt. Zero fällt. Und jetzt wissen wir eigentlich alle, müssen am A-Spot sein. Oh, schöne Schüsse von Maniac. Der macht den 4K gegen die Echo. LDLC. Wird jetzt gegen die erste Gunround der Hellraisers antreten. Voxic kriegt die AWP sogar raus. Dead Fox wird sich auch seine M4 mit Kevlar, Helm, alles und drum und dran kaufen. Wenig Utility bei den Hellraisers, das heißt, LDLC könnte es erst einmal langsam spielen. Wollen die Vorräte von den Hellraisers erstmal ausbluten lassen. Da wird auch sehr viel von LDLC schon rumgeschmissen. Devil geht rein, aber Angel ist er. Und wiederum Angel... machen die ersten 3 der Runde. Devil kann nur einen rüber traden. Angel mit dem dritten in seiner und sich persönlich. Es ist nur noch Tuanu. Und Tuanu wird es, denke ich, nicht mal versuchen. Zurück geht es mit der AK, vielleicht kriegt er nochmal die Bombe. Eine kleine, aber Voxic aimt das schon ab. Da macht er nichts mehr. Hellraisers beendet erstmal die Streak von LDLC nach der Pistol Round. Es verlief ähnlich in der ersten Hälfte. Zurück. Smoke von den CTs, aber es geht keiner drüber. Boost wird jetzt von Alex angefragt. Ist dran. Also wir haben 3 Leute am B-Spot stehen, 2 am A. Werden sich langsam aber sicher nach der Anfangsaggression zurück auf den Spot verziehen. Genau das hat LDLC in der ersten Hälfte das Rückgrat gebrochen, in Anführungszeichen.
LDLC wird vielleicht eigene Fehler gemacht worden auf T-Seite genauso ausnutzen, wie die Hellraisers es getan haben. Mal schauen, also. Der dritte hat sich an Lang postiert, das ist Dead Fox. Und bisher war er ja sehr tödlich, also muss man einfach so cheeky sagen, in Anführungszeichen. Er steht jetzt Anti-Flash, Voxic hält den ersten ab. Jetzt geht der Go langsam durch die Mitte. Existence verliert das nächste Duell. Dadurch Lang komplett sicher, aber das wissen die CTs noch nicht. Das könnte ihnen vielleicht doch nochmal einen Vorteil verschaffen, den Terroristen. Devil kriegt den Headshot, aber es sieht danach aus, als würde Hellraisers das vielleicht sogar flawless beenden. Nein, Angel fällt. Aber es sind nur noch die beiden. Smoke geht nochmal raus. Einfach nur noch versuchen zu planten, ist wahrscheinlich die Devise. In der Smoke geht's rein. Na, die AWP wird da versuchen rumzuspielen. Er steht dran und dadurch wird die Bombe, der Bombenplant verhindert. Tuano kann sich nur zurückziehen, seine AWP saven und nicht nach der Zeit sterben. Das wäre nämlich nochmal der Super-GAU. Die Hellraisers stabilisieren sich auf CT-Seite. Sieht besser aus als auf Cash. Könnte es der Sieg auf dem Pick von LDLC werden? Das ist die große Frage. Weil LDLC hat nochmal Geld zum Reinforcen. Das heißt Force Buy, also die gesavte AWP und 3 AKs dazu. Das ist schon ordentlich, was sie da reinbringen. Alex, der Einzige, der auf eine Pistole, auf eine einen Rifle verzichten muss. Durch die Pistole dafür geschnappt hat. Bei B kriegen sie viel Schaden. Einfach durch die Sprays. Da gibt es ja viele Holzwände, durch die man einfach ein bisschen durchballern kann. Ah, und Dead Fox. Der gefällt mir sehr gut auf Overpass. Smoke geht unter. Ja, das Default von LDLC gefällt mir gerade überhaupt nicht. In der Mitte haben sie den ersten verloren. Das war Alex, der sollte natürlich vorgeschickt werden, weil er die CZ hatte, die schlechteste Waffe im per se. Dead Fox kann jetzt die Informationen an Lang holen, während bei B einer gefallen ist. Also das macht Hellraisers wirklich gut, Informationen holen, sobald... Boah, der hat Existence gesehen, ja. Headshot sitzt. Existence geht da alleine rein. Das ist mir zu einzeln gespielt von LDLC. Wir haben keinen, der irgendwie refraggen kann. Der Default ist nicht da. B-Spot ist aber jetzt das designierte Ziel. Hellraisers werden wahrscheinlich den Plant passieren lassen. Nicht so, wenn Devil auf die Long-Range-Duelle gehen gegen Angel und die Low-HP haben. 13. für Hellraisers und da LDLC geforst hatte, müssen sie wahrscheinlich die 14. an die Hellraisers auch abgeben. Dead Fox schon auf 8000 hoch. Das Geld sieht wirklich rosig aus beim internationalen Lineup. Und die Europäer von LDLC sind wieder nur auf Pistolen. Wieder der Default von LDLC. Also sie sehen ihre Fehler gerade nicht ein, ich finde. Alex versucht es genau wieder mit diesem trockenen Peak. Dead Fox an derselben Position wie letzte Runde und holt dieses Mal nicht nur einen, sondern zwei. Keiner zum Refraggen. Zack, geht's rein. Dead Fox ist jetzt da gefangen. Kriegt den Headshot. Oh, was ein Brett. Nettes Ding. Ah, Voxic trifft den ersten nicht. Existence peakt. Tut ihm den Gefallen, dass er nochmal den Winkel annimmt. Es sind nur noch Devil und Maniac. Dead Fox wurde zwar rausgenommen, das ist aber wenig Schaden, weil Dead Fox diese 8000 hatte. Maniac kommt über lang. Angel kann die Bombe an der Mitte aber ausnehmen. Maniac, der sprayt schon bevor er überhaupt den Gegner sieht, wirklich rein. Und Angel macht das ganz schlau. Nimmt das nicht vorteilhafte Duell überhaupt nicht an, geht nochmal zurück und dann muss er reagieren, muss zurückgehen Richtung Optimus, weil der Rest schon rüberkam von den Hellraisers.
und LDLC steht vor dem Verlust von Map 2 in diesem Best of 2. Die 14. ist es bei den Hellraisers. LDLC sah bisher auf T-Seite nicht so danach aus, als würden sie das noch rumreißen können. 10 zu 5 stand es zur Hälfte. Nach der Pistol haben sie die beiden Runden geholt, aber darüber hinaus sah es schlecht aus. Das sind die einzigen Runden, die sie in der zweiten Hälfte geholt haben. So gewinnt man Overpass nicht. Dieses Mal kein Default, sondern mehr die Kontrolle am A-Spot. Und die geben ihnen die Hellraisers auch langsam. Big Voxic rein, Bombe rausgenommen. Können die aber nicht verteidigen. Maniac sprayt den ersten, aber Dead Fox. Ah, dieses Mal verliert er das Duell. Er holt nur einen. Der A-Spot jetzt so gut wie gefallen. Wir haben Angel als einzigen. Er wurde jetzt schon gespottet, kriegt den Headshot von Devil. Smoke geht raus, 55 Sekunden. Gleich ist die Bombe geplantet. Das heißt, die wird noch reduziert. Und alle ziehen sich nach lang zurück. Sie haben eine Smoke. Und wenn Zero die nach lang wirft, dann sind die so gut wie aus dem Spiel. Oh, Issa wird jetzt von der Seite gepiekt, holt den ersten. Hat aber den zweiten nicht auf dem Schirm. Verspätet piekt Devil doch nochmal rein. Und kommt jetzt über kurz. Devil, bitte das Knife nicht rausnehmen. Ah, oh, Issa läuft ihm vor die Flinte. Zero im 1 gegen 1. Devil ist bekannt. Er waitet nur. Ja, das macht Devil ganz gut. Das Kid, er wird es nicht schaffen. Das dauert zu lange. Zero wird auch noch sterben. Kriegt zwar den Kill. Aber die Kosten bei LDLC waren zu hoch. Das heißt, jetzt wieder Galils vielleicht eine AK. Okay. Alex kauft sogar eine AK ohne Head Armor. Obwohl er weiß, dass die Hellraisers auf jeden Fall M4s haben würden oder eine Farmers. War nur an der UMP. Wenig Utility bei LDLC. Die erste Runde seit langem. Und wenn sie die verlieren, dann ist es. Dann geht es vor die Hunde. Oh, Angel ist da oben gespottet. Der erste springt rein in der Mitte. Das. Okay, dieses Mal zu aggressiv von den Hellraisers. Ich habe das defensive Setup etwas angemakelt und dieses Mal war es dann zu aggressiv. Hat nicht funktioniert. Zero kann den ersten, kann den zweiten. Holt er noch den dritten? Nein. Aber er hat ein 1 gegen 2 für Issa vorbereitet. Existence an Ilfa-P, der wird jetzt aber schon gehört. An rechts steht Existence. 4K für den jungen Mann. Und LDLC kommt doch nochmal in die Double Digits. Also, wird das spannend hier nochmal? Weil die Hellraisers müssen Econ. LDLC muss aber auch alles raushauen. Wir sehen es hier, 1150 das Maximum bei LDLC, aber die Echo bei den Hellraisers, also sollte das danach etwas besser aussehen. Vielleicht mal eine Flawless. Also in der Anti-Echo geht LDLC jetzt ins Default. Das ist schon mal besser. Aber es könnte ihnen auch mal ein wenig Probleme bescheren, wenn Angel den Frag holen würde. 2 HP hat Alex noch, überlebt das aber. Er muss anrauchen, dann fällt der Devil mit dem Spray am B-Spot. Und dann ist die Anti-Eco schon vorbei. Beziehungsweise die Eco für die Hellraisers. LDLC. An der 11. Runde. Schnelle Go. Tempowechsel von LDLC. Das haben sie auf Cash auch gemacht. Und damit haben sie die Map so gut wie gewonnen gehabt. Zero. Der letzte, der steht am Graffiti. Es waren nur zwei Leute bei B. Deswegen hier etwas leichter die Verteidigung. Und etwas leichter für LDLC durchzukommen natürlich. Bombe wird langsam aber sicher geplantet. Etwas unüblich an der rechten Box, an den Sandsäcken. Alex jetzt an der AWP, nicht Tuanu. Aimt das ab, Graffiti. Oh, Devil hat schon eine sehr gute Position, verliert das Duell. Und ich denke mal, die CTs werden sich damit zufrieden geben, werden die
Keys. Entschuldigung, diese Runde nochmal haben lassen. Vier Leute überleben auf beiden Seiten, aber nur ein Sieger der Runde und das war Team LDLC. Puh, es geht vielleicht doch nochmal ins 14-14. Rüber geht's, Issa. Hat nur eine CZ eingepackt. Unten geht ein Maniac, der wird von zwei Leuten gefaced. Dieses Mal etwas mehr Fokus auf den Connector. Angel peekt rein, kann sich jetzt die AK mitnehmen. Könnte die vielleicht, die M4 vielleicht an Issa weitergeben, aber die liegt jetzt etwas weit unten. Na, Tuanu, so ein Schuss lässt er sich nicht entgehen. Angel einfach trocken rein. Deadfox smoked das jetzt ab. Und es ist der effektive Trade für LDLC. Wieder Vorteil für die T-Seite, denn selbe Manpower ist. Oh, Zero ist im Eck gefangen. Sobald er rauspiekt, der wird schon angesprayt. Alex holt ihn. Issa ist noch im A-Spot dran. Der holt dann wieder den einen zurück. Oh, Deadfox mit dem Zwei-Mann-Spraydown. Und jetzt ist nur noch Tuanu. Der springt da ran, holt ihn mit der CZ. Er hat die Bombe auf dem Rücken, aber Voxic aimt das schon ab und er läuft ihm rein. Hellraisers 15-12. Durch einen Fehler von LDLC, dass sie den Connector nicht abaimen, kommt Deadfox zu diesem 2K und gewinnt dadurch die Runde fast im Alleingang. Oh, und LDLC, die müssen alles rauswerfen. Es geht um alles. Es geht um das 1 zu 1 oder das 2 zu 0. Das heißt 2 zu 0. Es ist, gibt ja die neue Regelung, dass beide Teams zumindest einen Punkt bekommen, wenn es in Overtime geht. Und zwei Punkte nur in Anführungszeichen, wenn die Overtime von dem Team gewonnen wird. Also Hellraisers ist ein Punkt schon mal sicher. Nach dem Verlust des eigenen Map Picks Cash ist das vielleicht etwas Balsam auf die Seele. Mal sehen, wo die Entscheidung hinfällt. LDLC spielt es wieder etwas langsamer dieses Mal. Wieder denselben Weg wie vorhin, nur dieses Mal aus dem Connector raus. Das heißt, von da können sie zumindest nicht weggesprayt werden. Oh, Angel. Maniac 9 HP, der steht da auf der Bank. Kommt nochmal zurück. Flash geht rum, aber Smoke kommt hinterher. Ah, da wurde gespottet. Die CT-Seite hat gespottet. Der kommt nochmal Richtung Spot weg. Voxic. In der AWP nicht erfolgreich. Alex kommt jetzt einfach durch, holt sich Deadfox. Könnte das der Rundentrade für LDLC sein? Zero geht an der Smoke vorbei, wird aber geholt. Existence aimt das ab. Und Angel, oh, das ist viel zu aggressiv. Ohne seinen Teammate irgendwo in der Nähe schafft er das natürlich nicht. Und Devil beendet ist. Ja, kein Geld bei den Hellraisers. Wir sehen Zero mit 1750. Wird es nochmal in die Overtime gehen? Oder gewinnen die Hellraisers das jetzt doch? Flash geht auf lang. Es wird einfach schnell rübergehen. Angel ist komplett blind. Kann natürlich auch mit der CZ leicht den blinden Spray maximal einen machen. Aber dieses Mal ist es 0 und auch 0 Schaden verteilt. Foxy geht in die Mitte rein. Die folgt. Foxy kann sich die AK schnappen. Ist schon mal ein gutes Pickup. Vielleicht wird das nochmal interessant, diese Runde.
Langsam aber sicher nehmen sie die Toiletten ein. Dead Fox ist das erste Opfer von diesem Push. Jetzt geht's rüber. Da hat Zero nochmal die CZ ausgepackt. Isa wird ihn supporten. Zero. Ihn rausholen. Devil fällt auch noch. Das ist jetzt ein 3 gegen 2 und sie haben 2 AKs aufgehoben. Alex kommt nochmal raus. Hat das in 2 gegen 2 geholt. Oh, Zero. Der hat nicht den Fokus, aber Voxig. 1 gegen 1 gegen Alex. Aber Alex hat den Vorteil, dass er noch mehr Granaten hat. Die wird aber bei 1 gegen 1 nicht verwenden. Jetzt wurde er gehört. Voxig. Kann er das holen? 7 Sekunden. Alex muss ihn pieken. Oh, er kommt nochmal rum. Alex rettet es für LDLC im letzten Moment. Die Hellraisers. Kriegen sie es nochmal auf die 16-14? Oder ist das Comeback von LDLC erfolgreich? Und die bringen es in die Overtime. Das sah gerade wirklich gut in den Ansätzen aus von den Hellraisers. Die AK bleibt da liegen. Aber es wird sie nicht interessieren. Es ist die allerletzte Runde. Das heißt, keinen wird es interessieren, wenn die da liegt. Weil die Economy bei LDLC wird sich sowieso nicht mehr ändern. Oh, es geht unten rein. Zero. Muss aufpassen. Smoke geht rüber. Flash auch. Oh, Zero. Schöner Schuss. Rotation kommt rein. Alle 4 verbleibenden Ts und CTs auf dem Sprint zum B-Spot. Und Deadfox und Angel machen das wirklich gut. Existence ist da drin, aber es ist Voxig im 1 gegen 2. Voxig holt den ersten raus. Letzte ist auf kurz, ist aber nicht gespottet. Doch, er hat ihn doch vorher gehört, beziehungsweise wie er den letzten Mann geholt hat. Oh, und Voxig beinahe. 56 Sekunden, aber die Bombe. Die Bombe liegt auf dem Spot. Das hat aber Voxig, glaube ich, nicht gesehen, weil die hinter der Bande liegt. Aber Voxig hält es ab. 1 gegen 2. 16 zu 14 gewinnen sie doch noch die Map. Und damit entscheiden die Hellraisers die zweite Map dieses Best of Twos doch noch für sich. Also traden es ins 1 zu 1. LDLC gewinnt auf dem Map-Pick von den Hellraisers und Hellraisers gewinnt auf dem Map-Pick von LDLC. Also das hat gestern gegen Godsend von LDLC besser ausgesehen auf Overpass. Da ging es 16 zu 9 aus, glaube ich. Aber Hellraisers hat schon gegen North